So, Zeit erstmal weiterlaufen lassen. Und ich sollte nicht vergessen, Zwerge zu befreien. Dafür müssen die Zwerge aber erstmal hochtransportiert werden. Und waren die nicht vorher nebeneinander und nicht so schräg versetzt? Ach nee, die waren gar nicht in den Käfigen. Das waren die Techniker, die... Das waren die Techniker, die die Fallen neu aufgestellt haben. Okay. Trotzdem kann es nicht schaden, dass wenn alle Käfige oben sind, wir sie einmal alle säubern quasi. Also alle Waffen, Rüstung und so weiter abnehmen und dann checken, ob da nicht irgendwo ein Zwerg bei ist. Der dann wahrscheinlich kurzfristig Nakidai ist, aber damit wird er leben müssen. Er war halt so tollpatschig, in der Falle zu tapsen. So, Miliz ist komplett draußen angetreten. Das war auch erstmal genug Dienst für die. Also S, Shift A, O. Zurück auf... Die haben jetzt nicht ernsthaft ihre ganze Rüstung einfach dahingeschmissen, oder? Ah, Jungs und Mädels, das geht echt nicht. Ich mache die jetzt einfach mal kurzfristig aktiv. Einfach so aus Trotz. Und um zu gucken, ob sie dieselbe Rüstung jetzt wieder aufheben oder nicht. Sieht gut aus. Sie haben zwar nicht alles aufgehoben, warum auch immer, aber wenigstens schon mal ein Teil. Also S, Shift A. Ihr bewegt euch jetzt mal in Richtung Waffenkammer. Und die ein, zwei Teile, die jetzt noch rumliegen, oder eher drei, vier, die sammeln wir dann auch noch kurz auf. Da kommt ja schon jemand mit der Kiste an. Und ich denke mal, wenn ein anderer Trupp Goblins hier auf der Karte gewesen wäre, hätte der sich jetzt schon gezeigt. Ja, sehr gut. Also jetzt, wo ihr einigermaßen nah am Stockpile dran seid, dürft ihr auch wieder euren privaten Sachen nachgehen. Ein Liaison will mit uns sprechen, das ist okay. Aber erstmal würden wir ganz gerne handeln, wollte ich gerade sagen. Aber das können wir nicht, weil Gerogon jetzt irgendwas an Ausrüstung aufsammeln will. Den verfolgen wir doch mal. Wehe, das ist eine Armbrust. Zoom to Creature. V. Ich sagte V. F. Huh. Gerogon hat anscheinend noch einen Haulerjob. Okay, na gut. Sei ihm gegönnt. Sonst wird sein Leben wahrscheinlich viel zu langweilig sein. Und jetzt ist er da. Sehr gut. Du, handeln. Wir hätten gerne Kohle, Kohle. Alles an verschiedene Metalle, was ihr habt. Wie hieß das? Nickel? Nickelsilber zum Beispiel brauchten wir. Stahl ist immer gut. Silber, Zinn. Und Edelsteine, ja, die nehmen wir auch. Die nehmen wir alle mit. Auch die Steinblöcke können wir alle mitnehmen. Okay, Glas brauchen wir nicht mehr. Lehm. Haben Zwerge Vorlieben für bestimmte Lehmsorten? Ich denke nicht. Aber es könnte eine Lehmsorte sein, die eine Farbe hat, die sie gerne mögen. Ich weiß nicht, ob ich das ganz so extrem treiben möchte. Aber Schaden tut's nicht. Oh, und ganz viel Holz. Das kann alles mit. Ich denke allerdings, dass ich das ganze Holz, was wir jetzt von den Zwergen bekommen, dass ich das alles zu Kohle verarbeite. Also ich verbiete vorher unsere Fungi-Woods, also die Holzsorten, die wir bei uns in unserer Pilzfarm abbauen können, und lasse dann alles andere verbrennen. Dass wir am Ende nur eine Holzfarbe überhaben, und zwar die, die wir auch selber anbauen können. Denn ich denke, langfristig werden wir nur Zugang zu denen haben. Irgendwann, wenn die Welt untergeht und es keine anderen Zwerge mehr gibt, dann werden wir eh keine Karawanen mehr bekommen. Und ja, das kann passieren. So, was haben wir noch? Da die auch unsere Größe haben, können wir auch bei den Rüstungen mal gucken. Und allgemein, ob sie irgendwelche Kinkerlitzchen haben aus einem Metall, das wir gerne hätten. Sofern es nicht gerade 1000 Zwergendollar kostet. Kupfer, ja, aber viel zu teuer. Eine Bronze-Dingens, die kostet nicht viel, die kostet nicht viel. Kupferkäfig, genau, bei den Käfigen können wir auch immer schön gucken. Wir brauchen Kupfer, Zinn und noch irgendwas für diese Legierung. Und Zink.
Blei haben wir hier. Ein bisschen Alkohol. Ah ne, das ist Blut. Blut brauchen wir nicht unbedingt. Zwergenwein kann auch noch mit. Ist immer ein kostenloses Fass dabei. Elchblut. Nee, danke. So, jetzt kommen die Waffen. Bronzepicke, Iron Speer. Genau, Iron Speer. Die sind ziemlich teuer. Also wir könnten theoretisch irgendwelches Billigzeug holen. Wie die hier zum Beispiel für die Waffenfallen. Ja, Billigzeuge. Erstmal sollten wir auf unserer Seite ein bisschen was dazu packen. Wir sind ja schon bei 5000 Dollar, das passt nicht so ganz. Oh, und anscheinend haben wir doch schon Wasserbeutel. Oder die wurden gerade erst produziert. Ein Bismuthinid-Zepter? Warum haben wir aus Metall einen Zepter gebaut? Ja, komisch. Das lassen wir erstmal da. So, das. Und genau das meinte ich. Dass wir die Stockpiles besser sortieren, damit ich hier nicht so ein Micromanagement betreiben muss. Das kostet ja immer Zeit. So, aber die Lederhosen hätte ich gerade fast verkauft. Und ein Wasserbeutel. Das kann alles weg. Also am besten machen wir dann einen Teil Stockpile nur für Ringe, Amulette und dergleichen. Einen Teil Stockpile für Steinkinkerlitzchen. Und dann andere weiter unten, möglichst weit getrennt, wo dann die Socken und die Tuniken und alles an Klamotten reinkommt. Und halt die anderen Sachen. Ich glaube, unter demselben Begriff fallen auch solche Sachen wie Seile und Ketten. Da müssen wir alles nachher gucken. Waterskin, nein. Oh, wir sind schon im Plus. Sehr gut. Das sind Kinkerlitzchen. Nee, das ist ein Waterskin. Ach, hier sind wieder ein paar Sachen. So, er hat jetzt 50 bis 60% Gewinn. Aber wir werden bestimmt noch irgendwas anderes kaufen wollen. Ah, Stahlschuhe, aber es sind Low Boots und keine High Boots. Hm. Oh, und Ambosse. Ambossen? Naja, die Mehrzahl von Amboss halt. Die könnten wir auch noch holen. Oh, und Kupferrüstung ist sehr günstig. Obwohl, nee, Kupfer können wir uns sparen zu kaufen. Die ganzen Goblins haben immer Kupfer dabei. So, lauter Stoffsachen brauchen wir nicht. Brauchen wir alles nicht. Leder können wir ein bisschen holen. Kostet fast nichts. Ist jedes Mal auch gleich ein Bin mit dabei. Und wir können zu Kinkenitz hier weiterverarbeiten. Einmal Stoff kann auch nicht schaden. Das soll aber reichen. Bolzen sparen wir uns. Und da sind die ganzen Ambosse. Die kommen alle mit. Und ein ganz bisschen Essen. Aber wirklich nur so, um das Ganze ein bisschen aufzupeppen, was die Küche so produziert. So, das soll schon reichen. Also, wir brauchen mehr Zeug. Was nicht wirklich das Problem sein dürfte. Wir haben ja irgendwie 20 Kisten oder so angeschleppt. Und das waren nicht mal alle. Oh, und wir können dann auch noch... Ah ja, das wird toll, wenn wir das mit den Stockpiles einigermaßen sortiert haben. Wir können das dann auch so sortieren, dass die Kinkerlitzchen, die am schlechtesten produziert wurden, also von der Qualität her, dass die am nächsten an dem Trade Depot dran sind. Das heißt, wir können dann erstmal die Sachen verkaufen, die fast nichts wert sind, die wir aber in Massen haben, um so unsere Vorräte ein wenig übersichtlicher zu gestalten. So... Wir haben einen Profit für ihn von 7 Zwergendollar. Ich glaube, das wird nicht reichen. Auch wenn die Handelskünste von Gerogon inzwischen recht hoch sein müssten und dementsprechend er bessere Konditionen bekommt. Weil am Anfang haben die uns ja immer noch Gegenangebote gemacht und dann einfach die teuersten Sachen von uns mit auf die Liste gepackt. So, 1000 reicht auch nicht. Wir brauchen irgendwo noch so eine schöne Stelle, wo ganz viele, genau hier, ganz viele Kinkerlitz hintereinander auftauchen. So, dich auch noch. Dich nicht. Dich nicht. Euch auch noch. Jetzt sind wir bei 25% Profit. Ist wahrscheinlich anderes von uns gewöhnt, aber es müsste trotzdem reichen. Also Tee. Er will als Gegenangebot Platinflaschen.
Stahltrommel. Boah, 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 boah. Er Haken ist jetzt nur, er hat das automatisch schon auf die Liste raufgesetzt. Das heißt, wenn ich jetzt nicht will, dass er die bekommt, müssten wir es wieder manuell rausschmeißen, so wie das da zum Beispiel. Ja, das hätten sie ein wenig geschickter lösen können. Also schmeiße ich jetzt noch mehr Kleinkram drauf und suche dann die ganz teuren Sachen wieder raus, die er gerade manuell raufgesetzt hat. So als quasi Gegenangebot. Ach, hier sind Stoffsachen, die kann man auch gut verkaufen. Also die Stoffkinkerlitzchen. So, das müsste eigentlich schon reichen. Jetzt tappe ich mal mit Bild nach oben hoch, um zu gucken, ob wir da irgendwo noch die teuren Sachen finden. Und sonst, es war nur Platin in Anführungszeichen. Platin müssten wir so auch noch ein bisschen was haben. Und selbst beim Einschmelzen wird da nicht viel rausgekommen. Ich glaube, 2/3 Barren oder so. Granitrobe, Granitzeug. Und eine Stahltrommel können wir, glaube ich, auch verkraften. Ja, ist okay so. Drückt E. Ja, und er ist ästhetisch. Verständlich. Er hat ja auch seine Konditionen bekommen. Ja. So, also R, G, alles wieder zurück. Das könnte man, glaube ich, auch sogar lassen, das hier. Und einfach nur warten, bis die Händler abziehen, dann wird es automatisch abtransportiert. Aber ich habe mir das irgendwie angewöhnt, das immer schnell zu machen, damit die Jungs jetzt schon was zu tun haben. So, die ganzen Käfige hier unten sind weg. Das ist gut. Die Ausrüstung draußen wird noch eingesammelt, aber ist nicht mehr viel. Dann gehen wir doch mal hoch zu den Käfigen und müssen erstmal diskutieren. Wir hätten gerne Holz, alles an Holz, denn wir brauchen Kohle. Sehr schön wäre auch mittel- bis langfristig ein Zugang zur Lava, damit wir unsere Schmelzöfen so betreiben können und nicht jedes Mal Holz verfeuern müssen. Aber es ist gefährlich. Also zum einen ist es gefährlich, weil wir dann weiter runterbuddeln müssen. Und runterbuddeln und Zwerge ist ja immer eine recht schlechte Kombination. Und dann müssten wir es teilweise auch noch hochpumpen. Und mit Pumpen kenne ich mich selber noch nicht so gut aus. Das heißt, es könnte eine Menge schief gehen. Und etwas schief gehen und Pumpen und Lava, das hört sich nicht gut an. Oh, Nickelsilber, das können wir gleich mal holen. Und alles andere nehmen wir auch mal einmal. Platin ruhig ein bisschen mehr. Gold haben wir mehr als genug. So, wir hätten auch noch gerne Edelsteine. Von fast jedem Edelstein einmal was. Es gibt echt viele Edelsteine. Ja. So, das müsste erstmal reichen. Und was brauchen wir noch? Wir brauchen noch... Trinken, nö, Käfige. Oh ja, genau, die Kohle direkt kann man ja auch noch aussuchen. Miscellaneous, genau, da ist es doch. Wir hätten gerne Cook und wir hätten gerne Charcoal. So, vorbei. Jetzt wollen wir aber zu den Käfigen gucken. Ich sehe hier ganz viele Goblins blinken, ein paar Troglodyten, ein paar Tiere. Dass das irgend so ein Goblin-Anführer... Eine Ratte. Aber ich sehe keine Zwerge. Was zur Hölle ist das da? K? Oh, eine Riesenkobra. Ah, okay. Aber gut, wir haben also keinen Zwerg eingefangen. Das ist schon mal eine gute Sache. Pausieren wir kurz und sehen uns gleich wieder.